Der Night Race in Schladming steht vor der Tür. Bernhard Gruber durfte die Intensivstation verlassen und Rapid und Austria wollen an ihre Erfolge anschließen. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Heute ist es soweit. Unsere Slalomasse stehen beim Night Race in Schladming in den Startlöchern. Dieses Mal ist alles anders, als man es kennt. Es gibt kein riesiges Stadion im Zielhang. In der Stadt wimmelt es nicht vor Leuten, sondern es ist wie leergefegt. Vor der Planei, dort wo normalerweise um die 50.000 Leute stehen, ist dieses Mal ein riesiger Sichtschutz aufgebaut, damit sich keine große Menschenansammlung bildet. Trotzdem ist die Herausforderung für die Veranstalter nicht kleiner. Organisationskomitee-Chef Hannes Grogel meint im Interview, es ist gleich viel Security unterwegs, wie wenn ein normales Rennen wäre. Auch in der Stadt sorgt die Polizei dafür, dass alle Lockdown-Auflagen eingehalten werden. Trotz all der Einschränkungen können wir uns auf ein großes Spektakel, zumindest vor den Bildschirmen, freuen. Der Zielhang ist perfekt präpariert und die Läufer sind bereit für einen der schwersten Slalomhänge im Weltcup. Mit der Nummer 1 wird ÖSV-Läufer Manuel Feller das Rennen eröffnen. Mit dem roten Trikot des Slalom-Weltcup-Führenden wird Marco Schwarz als Fünfter ins Rennen gehen. Fabio Gstrein startet mit der 8 und Michael Matt mit der 13. Um 17.45 Uhr geht es mit dem ersten Durchgang los. Ab 20.45 Uhr startet der entscheidende zweite Durchgang. Wie sich unsere ÖSV-Asse in Schladming schlagen, erfahren Sie heute im Live-Ticker und auch die Ergebnisse unserer ÖSV-Damen beim Riesentorlauf am Kronplatz in Südtirol finden Sie online auf krone.at. Für die Damen ist es heute der letzte Weltcup-Riesentorlauf vor der WM in Cortina d'Ampezzo. Nach dem Drama um Bernhard Gruber und der erneuten Diagnose einer Herzkranzgefäßverengung gibt es nun gute Nachrichten. Nach 10 Monaten Pause wegen seinen Problemen am Herzen feiert er am Samstag eigentlich sein Comeback beim Teambewerb in Lahti. Direkt nach dem Bewerb lässt der Salzburger dann aber wegen Schmerzen im Brustbereich eine Herzkatheteruntersuchung durchführen und kriegt dieselbe Diagnose wie auch schon im März 2020. Nachdem ihm im Krankenhaus in Lahti 2 zusätzliche Stents gesetzt worden sind, durfte er jetzt die Intensivstation verlassen. Dem 38-Jährigen geht es laut ÖSV gut und er wird am Mittwoch oder Donnerstag nach Österreich überstellt. Am Mittwoch wird es ein genaueres Update über seinen gesundheitlichen Zustand geben. Nach dem neuerlichen gesundheitlichen Rückschlag scheint die Karriere des insgesamt 3-fachen Weltmeisters und 6-fachen Weltcupsiegers nun aber endgültig vorbei zu sein. Heute startet die österreichische Bundesliga in die 14. Spielrunde. Um 18.30 Uhr empfängt im steirischen Derby Sturm Graz den TSV Hartberg. Dabei wird für die Elf von Trainer Christian Ilzer interessant sein, wie sie den Schock von Freitag verkraften. Im Spiel gegen Rapid haben sie in Hütteldorf mit 4:1 klar verloren. Um am Spitzenduo dran zu bleiben, brauchen sie einen Sieg. Gleichzeitig empfängt die Admira in der Südstadt Austria Wien. Die Veilchen wollen nach dem Sieg gegen Ried weiter punkten. Nur wenn sie gewinnen, hat die Mannschaft von Peter Stöger weiterhin gute Chancen aufs obere Playoff. Die Südstädter brauchen im Gegensatz dazu dringende Punkte im Abstiegskampf. Eine interessante Personalie spielt dabei Christoph Schösswender. Der 32-Jährige wurde bei der Admira im Sommer von Felix Magath überraschend aussortiert. Heute steht er bei der Austria mit großer Wahrscheinlichkeit in der Startelf. Um 20.30 Uhr trifft dann der SK Rapid Wien auf den SK in St. Pölten. Die Grün-Weißen wollen im Allianzstadion die gute Leistung von vergangenem Freitag bestätigen. Mit einem Sieg würden sie an Red Bull Salzburg wieder vorbeiziehen und Platz 1 in der Tabelle einnehmen. Zumindest bis morgen, denn da wird die 14. Runde abgeschlossen. Red Bull Salzburg trifft auf die SV Ried, die WSG Tirol empfängt Altach und im Spitzenspiel stehen sich der WRC und der LAS gegenüber. Das waren die wichtigsten Sportschlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Dienstag und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.